Bin mal gespannt, wie die Einreise ist, ob der gute KLS-Pommes gemacht wird. Das Team wurde benachrichtigt. Grüß Gott, wie geht's euch? Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße dich, Opa. Dein Opa bin ich noch nicht, mein Junge, ne? Ja, das tut mir aber leid, du OP. Ich bin der KLS. Ich meine, sogar schon das Wie du gemacht. siehst, Ja, die bin ich Kopfschwärze, leider man gerade kennt's. nicht genau Ja. das und leider bin ich nicht dazu fähig, gerade zu tippen, deswegen muss der Kollege das übernehmen. Meine Prothesen sind abgefallen. Ja, okay. Warte, jetzt geht's wieder. Okay, perfekt. Ich bin KLS und ich würde gerne hier einreisen. Ich habe hier auch meine Koffer hier dabei, wie Sie sehen, der ein bisschen mit dem Unsichtbarkeitsspray von SpongeBob besprüht wurde. Aber ich denke, das Ich sollte kein Problem sehe. sein, oder? Ja, alles gut. Naja, wie Sie sehen, hier ist alles mit dem Unsichtbarkeitsspray. Also, können ja mal auch, wenn Sie nichts dagegen haben, sicherlich auch mal den Koffer gleich durchsuchen. Ne? Ja, hier bitte, Dringend. ich gebe ihn dir. Zack, habe ich dir rübergegeben. Dann viel Spaß damit. Kannst du behalten von mir aus. Ist eh nichts drin. Dann schau mal auf den Computer, ob was drin ist. Ich finde das Schloss nicht. Das Bisschen Schloss schwierig, wenn bisschen schwierig, wenn es ist unsichtbar doch ist. mit PIN, Bruder. Zweimal die E2. Passt schon. Geh rein. Alle zwei, zweimal die zwei. Ja. Okay, verstehe. Okay. Unterwäsche, bisschen schwarze Klamotten, sehr dunkel gehalten. Ja, habe ich dunkel gehalten. Ja, Opa, irgendwie nicht Billyboy so. Kondome, falls Sie das da auch gesehen haben. Die brauche ich natürlich für die nächtliche Session mit KLS. Ah, verstehe. Ja, ne, sonst, also scheint alles tippitoppi, ne? Kann ich da mitkommen für das Gespräch? Ja, natürlich. Ja, okay, dann wollen wir mal. Ich hatte sehr, sehr große Turbulenz im Flugzeug. Ja, die Flugzeuge, die streichen immer mehr ihr Budget für alles Mögliche. Hier haben wir ein wunderschönes Poster. Boah, geil. Mach ein Foto von Genau. mir, du geiler Hengst, besorg's mir. Oh yeah, Baby, besorg's mir. Ich meine, ja, Jüngling, mach. die sollen doch nicht lächeln. Das gibt doch immer Probleme mit dem PD. Du geiler Hengst, besorg. Ich meine, mach ein Foto jetzt bitte, ja? Hast du gemacht? Ja, gemacht. Weißt du schon, wie du so zum Beispiel deine Sachen zeigst, deine Ausweise? Natürlich weiß ich das, Alter. Es ist so ein Klacks. Ich bin es schon. Hier ist mein Ausweis. Boah. Da steht schwarz auf weiß, KLS, geboren auf dem Mount Everest am 1.1.1985. Also, in dem Alter bist du noch nicht, dass du deinen eigenen Geburtstag vergessen solltest. Passt es? Ja, genau, alles gut. Abgesehen. Ja, dann hast du eine Vorliebe von Ja, Zimmerzahlen? ich stehe auf Arsch, Ärsche. Ich meinte eigentlich Zimmerzahlen im Sinne Moment, von hat er welches jetzt Büro? gerade von Asche-Ärsche geredet? Also dann bringe ich erstmal die Urne in Sicherheit, ne? Opa ist doch gefangen. Also, wir lassen die Asche-Asche sein. Die Ärsche lassen wir Ärsche sein, ja. Ja, ich würde dann einfach mal vorschlagen, dass wir jetzt mal in die 1 gehen, ne? Ja, Von klar, die Büro. auf die 1. Ja, Opa, auch rein und pass auf deinen Arsch auf. Ja, das ist ja nicht mein Arsch, sondern es ist die Asche von der Ingrid, ne? Die Ingrid. Ja, klar. Ja, der Herr, ich bin hier angelangt mit Turbulenzen, die ich hinter mir habe. Und ich habe auch die Bibel gelesen, falls Sie das wissen wollen. Gründlich gelesen, Ah, von A bis Z, die alles Bibel. gut. Ich bin auch sehr gläubig und deswegen sollte das passen. Also müssen wir noch die paar Gebete abhalten. Ah, nee, alles gut. Da glaube ich Ihnen schon, wenn Sie gesagt haben, dass Sie hier die Bibel gelesen haben. Ne? Also, Die Bibel ist ist auch sehr wichtig, oder nicht? ein wichtiger Bestandteil des Lebens natürlich. Ich würde einfach mal allgemein fragen, so Ihre Geschichte, wo Sie schon mal so waren und was Sie so bisher erlebt haben. Ich bin Fitness-YouTuber und habe viel Videos gedreht und habe im Laufe der Zeit ein 360-Grad-Paket rausgebracht, wo irgendwelche Hartz-IV-Tipps verkauft wurden für 300, 400 Euro, was sich irgendwelche Vollidioten gekauft haben. Personaltrainer war ich auch, haben irgendwelche Spacken in einer Stunde 120 Euro bezahlt, ohne dass sie Ergebnisse hatten. Da hatte ich noch ein paar Idioten, die ich unter meine Fittiche genommen habe, die ich von A bis Z ausgeraubt habe und geknechtet habe und die wollten dann irgendwie. Haben mir irgendwas gelabert von, sie wollen verdienen, dann habe ich den allen einen Backpfeifen gegeben. Ja, das ist meine Story. Jetzt bin ich hier. Es ist ja auch was Neues, ne? Also, habe ich noch nie so gehört. Scheint ja sich gelohnt zu haben, ne? Sonst wäre man jetzt nicht an diesem schönen Ort hier. Ja. Können Sie mich jetzt aufhören, zu voll zu labern und mir die Papiere geben, damit ich hier endlich mal meine Arbeit nachgehen kann? Mein Ferrari, der steht schon vor der Tür. Genau, sind Sie schon auf dem zufälligen E-Mail-Verteiler dieses Staates? Der E-Mail-Verteiler, was ist das denn, der Herr? Also, der E-Mail-Verteiler, natürlich bin ich im E-Mail-Verteiler. Was denkst du denn? Der E-Mail-Verteiler ist das A und O. Willst du mal kurz hier an den PC kommen und kurz einen schönen Punkt in den Punktechat In dem machen? Punkt hier im Kannst dich. Punkt, das ist doch in Hand umdrehen. Ist drinne, ja, ich habe ich gerade reingemacht. Gibst du mir dann mein Visum, damit wir hier gute Pommes genießen können? Ja, aber natürlich. Aber gute Pommes machen, ne? Natürlich gute Pommes. Also was denkst du denn von mir? Meine Pommes sind immer geröstet mit Mayo plus Curry.
Danke dir vielmals. Korrekter Typ, aber auf jeden Fall. Guter Eindruck. Bis jetzt positiv überrascht. Gute Einreise. Bis jetzt eine 9 von 10, muss ich schon sagen. Bis jetzt fand ich wirklich nicht schlecht. Also, das hat mir bis jetzt gut gemundet, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das jetzt übertreffen könnte, das Ganze. Sehr schön. Und direkt anfangen mit unserem angemessenen Würstchen. Also bis jetzt finde ich es ja wirklich sehr, sehr gut gelungen. Die NPCs haben mich auch sehr überzeugt. So was Einzigartiges habe ich auch wirklich noch nie vorher gesehen. Tatsächlich. In einem anderen Server. Vielleicht im PD mal reinschnuppern und dann mal eine schriftliche Bewerbung abgeben im E-Mail-Verteiler. Ich weiß gar nicht. Was geht, Alter? Wie geht's dir, Mann? Ich bin raus aus dem Knast. Wie geht's dir? Was? Ich bin aus dem Knast raus, Alter. Hast du mich vermisst? Hä? Ich bin's, Lan. Karl S., Alter. Ich bin doch im Knast gewandert, weil ich Steuern unterzogen habe wegen den Penispumpen-Geschichte. Wie läuft's auf Zugspitze? Ja, wie geht's? Läuft gut, Mann. Hast du eine Waffe für deinen alten Homie? Nee, Bruder. Wie, Alter? Nee, ich hab mir Waffe nichts am Hut. Guten Tag, Alter. Was geht, Alter? Wie, Alter? Hast du eine Waffe? Ja, hab ich. Hier, willst du die mal sehen? Ja, kannst du mir die mal geben? Hier, bitte sehr. Guck also, mal hier, da ist er. Tut mir leid, Mann. Bitte nicht schießen. Also, jetzt fühle ich mich aber auch bedroht. Kannst du mir bitte die Waffe geben? Also, warum soll ich dir eine Waffe geben? Wer bist du überhaupt? Stell dich erstmal vor. Ich bin Karl. Ich habe im Kofferraum etwas für dich. Mhm. Wenn du möchtest. Ah, der Kofferraum, der öffnet sich ja. Oh nein, das wurde geklaut. Was war denn da drin? Drogen drin. Die wollte ich dir schenken. Also, als Geschenk, so, weißt du? Ein Geschenk? Kannst du mir vielleicht eine Waffe geben oder verkaufen vielleicht irgendwas? Ich muss mal eben kurz telefonieren. Gib mir einen kleinen Moment. Ja, okay. Der ist voll gefangen, Bruder. Man merkt das voll direkt. Und sonst so, wie war es im Knast, Karl? Ja, war gut, Alter. Die Penispumpe hat da verholfen, auf jeden Fall, dass ich im Knast nicht ausgelacht wurde. Ja, passt. Perfekt. Seife fallen gelassen, oder? Seife fallen gelassen? Nee, eigentlich nicht. Aber hab mir ab und zu die Penispumpe in meinen Arsch gesteckt. Ah, geil. Mhm. Ja, nice. Fühl ich, ne? Ja. Jetzt verpiss dich und laber mich nicht voll. Bitte? Jetzt verpiss dich und laber mich nicht voll. Ich hab keine Zeit für Würste, die nicht mal eine Waffe in der Ding hab. Ja, mach Rete, Alter. Tut mir leid, Boss. Nee, ich hab auch das Ding. Boah, kannst du mir die mal geben? Bitte, nee, ich Mann. Ich kann dir aber eine Kugel geben. Ach, sorry, wusste ich nicht. Tut mir leid, Alter. Tut mir leid, Alter, ne? Alles klar, Karl, ich wünsch dir was, ne? Ja, natürlich. Nackenklatscher. Benimmst dich nächstes Mal, Penner. Habt ihr gesehen, Jungs, was ich drauf habe? Ich bin gut, Mann. Hast du den jetzt umgepinnt, oder was? Alter, der hat mich mit der Waffe bedroht. Ich bin gut, Mann. Wenn ihr wollt, ich helfe euch. Ja, warte mal kurz. Emilio? Nenno. Na, okay, Mann. Ey, ich nehm die Hände. Bitte, ich muss gucken. Welcher Muskel? Ja, fessel mich. Das ist noch besser. Es tut mir leid, Mann. Es tut mir leid. Ich wollte niemandem was Böses. Es tut mir vielmals zu leid. Alles gut. Aber warum hast du ihn jetzt umgehauen? Hat er dich bedroht? Er hat eine AK rausgeholt und hat gesagt, steig ein, ansonsten ein kleines Schlapp hat er zu mir gesagt. Und ich habe versucht, im letzten Moment hat er die aus dem Raus weggepackt, habe ich den schnell einen Nackenklatscher gegeben, damit ich noch mein Leben irgendwie retten kann. Mhm, ja gut, ja. Das hätte ich jetzt niemals gemacht. Also mein Leben ist mir sehr viel wert, weißt du? Ja, das ist das höchste Gut. Was ist das höchste Gut? Das ist wirklich das höchste Gut. Und das wollte ich einfach nur beschützen. Mehr wollte ich ja nicht machen. Was geht, Aztekas? Erklär mal hier. Der Typ hat ihn hier umgehauen. Chillig. Guck mal, ne? Ganz einfach. Kommst jetzt mal mit mir, ja? Ja, okay. Da habe ich aber einen guten Server ausgesucht, auf jeden Fall. Ich habe den Typen, der den halt umgebracht hat, ne? Hä? Ich habe den umgebracht? Wer sagt das? Ich habe den gar nicht umgebracht. Sicher? Nein, ich habe den nicht umgebracht. Hilfe! Ja. Nein, nicht schießen, ich ergebe mich! Ja, du dummer und dann bleib mal stehen, Digga. Ja, tut mir leid. Komm, wir klären das. Mann gegen Mann. Faust gegen Faust. Oder hast du keine Eier dafür? Ich bin gerade komplett verwirrt, Alter. Warte mal kurz. Herr Officer, die versuchen mich abzuknallen. Helfen Sie mir bitte! Herr Officer, die wollen mich abknallen. Helfen Sie mir! Sie wollen sie abknallen. Ja, der Maske hier, der Schwarze, der versucht mich abzuknallen. Der hat mich gefesselt. Helfen Sie mir bitte! Ja, Jungs, kommt mal hier alle mit zur Seite. Und erklärt mir mal bitte hier die Situation, was hier passiert ist. Ja, nein, ist ja, helfen Sie mir doch mal bitte! Hallo! Geiler Officer. Ich höre? Bitte nicht töten. Ich tue alles, was ihr wollt. Reden, ja, okay. Ich sage euch ganz ehrlich, Jungs, euer Kollege, der ist ein bisschen frech geworden. Sag ich mal so. Und dann habe ich ihn auf die Rübe gehauen, weißt du, ich mein? Mit mir sollte man sich nicht anlegen. Ich bin Karl S. und ich habe viele Männer hinter mir. Okay. Ich habe nur die rechte Hand gebraucht, ein bisschen die Rückhand, eine Schelle und der Kollege lag, obwohl der nur eine fette Waffe hatte. Muss jetzt zweimal überlegen, mit wem ihr euch anlegt, ja? Ich habe da aber was anderes gehört. Ich habe da gut meine Kontakte. Ich muss nur einen Anruf tätigen und ihr liegt alle auf dem Boden. Das wollen wir doch nicht. So, wie sieht's jetzt also aus? Soll ich euch am Leben lassen oder wollt ihr euch jetzt verziehen? Ich wünsche noch ein schönes Leben.
Falls das Röstchen was zum Röstchen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich noch gebackene Fehler abheben, oder? Dann passt es genau. Dann sage ich dir ganz genau, so habe ich Schweife noch im Kopf gehabt. Ich habe das ein Monat die Serie nicht besucht. Jetzt muss noch ein Perma hinterherkommen mit Fehler P. Und dann passt es perfekt, Bruder. Die Pommes waren auf jeden Fall roh. Die Pommes, vergiss die Pommes, Bruder. Die Kartoffel war noch in der Erde drinne. Die wurde noch nicht mal gepflückt. Oh, danke dir, Alter. Danke dir. Alter, du hast ein Glück, war. Ich danke dir vielmals. Da war gerade alles los, war. Ey, Homie, Mann. Kannst du mir vielleicht eine Waffe geben? Ich kann dir einen anderen Vorschlag machen. Aber ja, wir müssen erstmal hier weg. Okay, Mann. Der ist halt nicht auch gefangen, aber er hat gecheckt, dass ich es bin und hat die Gefangenschaft kurz abgelegt. Also, wo kommst du her? Wer bist du eigentlich? Wie heißt du? Du hast ganz schöne Eier, mein Freund. Also ich bin Karl Esser, Alter. Ich bin ja schon länger und diese Stadt gibt mir. Du hast auf jeden Fall ganz schön dicke Eier, Mann. Mhm. Die sind ganz schön dick, aber mein Penis ist nicht so groß, weil die Penispumpe funktioniert aktuell nicht so gut. Aber sind die Glocken länger als das Seil oder was? Nee, die Glocken sind auch ziemlich klein, wegen der Testophase, die ich letztens hatte. Du weißt doch, es gibt ein Sprichwort. Es ist nicht wichtig, was du für ein Auto fährst, es ist wichtig, was für eine Arme aus dem Auto hängt. Deswegen fährst du auch so eine Schrottkiste wahrscheinlich, ne? Ja, das ist die schrotteste Schrottkiste, die ich jetzt gerade hätte ausparken können. Was machen wir jetzt? Besorgst du mir jetzt eine geile Waffe? Ja, ich kann dir alles besorgen. Eine Langwaffe oder eine Waffe. So. Ja, nur zum Austesten, ich geb sie dir direkt wieder. Ja, das Problem ist, mein Lieber, ich mach dir einen anderen Vorschlag. Ich habe einen Vorschlag für dich, hör mal zu. Okay. Bringst mich Würfelpack, gibst mir eine Langwaffe. Ich erledige meinen Job und falls ich auf dem Boden liegen küssen sollte, kommst du aus der Ecke und sagst, ey, der hat meine Waffe geklaut, die will ich zurückhaben. Dann hast du deine Waffe und ich hatte meine Rache. Wie ist damit? Das Problem ist, das ist nicht so einfach. Wenn die Cops da sind, kriege ich nicht meine Waffe wieder, weißt du? Ja, das stimmt, Mann, die Cops, die sind richtig krass unterwegs, die greifen auch direkt ein, habe ich schon direkt gemerkt eben. Also ich kann dir eine Sache sagen, du hast auf jeden Fall Eier. Ja. Komm mal mit. Oh ne, jetzt muss ich mit so einem Gefangener gehen, Alter. Irgend so einen geilen Server, meine ich. Mir gefallen Leute, die Eier haben, weißt du? Yo, Homie, du weißt doch, wie der jetzt auf RP tut. Gute Rösti. Interesse. Ihr braucht jemanden? Ich bin dabei, Mann. Ich bin dein Mann. Wir brauchen jemanden. Und dann habe ich doch kein Problem, dir eine Waffe zu geben. Ich bin dein Mann, Alter. Du bist mein Mann. Ich tue, was du willst, bis in den Tod. Bis in den Tod? Ja, Mann, ich bin loyal. Wie heißen wir denn? Aztekas. Aztekas, boah, das hört sich brachial an. Das ist ein perverser Name, sehr ehrlich. Pervers, das hört sich richtig geisteskrank an, Alter. Ja, das ist angsteinflößend, wenn man diesen Namen hört. Ich hab schon Gänsehaut, ich schwör's dir. Ja, ich hab auch Gänsehaut. Also pass auf, wir kriegen das über die Bühne, dann kriegst du deine Pistole. Die Rache, ich will eine Rache, könnt ihr mir da helfen? Ah, jetzt gegen die LCN zu schießen? Achso, doch nicht so brachial, also... Doch kein angsteinflößender Aztekas, oder wie? Kann man das verstehen? Natürlich sind wir angsteinflößend. Okay, pass auf, wir helfen dir. Okay, Mann. Genau das habe ich auch von meinen Homies erwartet. Siehst du, wir kennen uns seit 3 Minuten. Ich habe bis jetzt nur deinen Arsch gerettet, Mann. Und du hast noch nichts für uns getan. Weiß ich doch, Mann. Okay, komm mit. Ich hatte gerade meine Hörmuschel, das ist gerade rausgekommen. Die Hörmuschel, ja, natürlich. Man kennt ja die Hörmuschel, die fällt ab und zu ab. Das habe ich auch. Lästiges Thema. Musst du einfach wieder dran machen, die Hörmuschel, weiß ich mal. Also, du musst mir deinen richtigen Namen sagen, Bruder. Sonst wird's schwierig. Bitte schön. Ah, okay. Tu schnell wieder weg, dass keiner sieht, Mann. Ja, natürlich. Oh, ich hab dich weggepackt, Alter. War knapp. Wie sollen wir dich nennen? Mit Decknamen? Nenn mich einfach Karl. Karl ist gut. Okay, Karl. Wir müssen dir jetzt noch ein Blatt geben, Karl. Ja, Blatt in, Alter. Jawohl, Alter. Ein Schuss, wohin? Wohin du möchtest. Kannst du mir einen Schuss auf meinen Penis geben? Der ist eh schon zu klein. Die Penispumpe bringt auch nichts. Happy, komm mal her. Der holt deine Knarre. Der Happy, der gibt dir dein Blatt in. Okay, Alter. Der ist Spezialist. Sehr schön. Du musst aber deine Hose dafür ausziehen. Ausziehen? Geht's nicht. Natürlich, die wird jetzt sofort ausgezogen. Ich ziehe sogar mein Oberteil aus. Übertreibt man nicht. Ich mache keine halben Sachen. Die Schuhe werden auch ausgezogen. Okay. Stell dich dann hier hin. Machen wir so, oder? Hier. Ja, so. Und am besten drehst du dich noch ein bisschen zur Seite. Ja, jetzt kann man den gut sehen im Profil. Ja. Wir streifen nur das Köpfchen, okay? Ja, das Köpfchen. Okay, alles klar. Kleinen Moment. Aber pass auf, das Köpfchen ist sehr nah an meinem Becken dran. Ich glaube, das sind nur 2 Zentimeter Abstand. Nein, der Kollege kann gut zielen, wie gesagt. Okay, pass auf. Also, der kriegt sein Blatt in auf eine etwas andere Art und Weise. Du schießt ihm jetzt genau einmal vor seinen langen Hans. Oh, Happy, besorg's mir. Ich meine, oh, Scheiße, Mann, war das geil. Alter, du hast den direkt die Vorhaut weggeschossen, Mann. Alter, herzlich willkommen. Oh, yeah, peace, Bruder. Ich mach dir einen kleinen Verband drum, aber ich schwöre, wenn du irgendjemanden sagst, dass ich da dran war... Nicht in den Mund nehmen. Das bleibt unter uns. Was meinst du, warum ich die Maske angezogen hab, Mann? Ja. Der Geruch war bestialisch. Komm. Oder hat's gerochen? Röstzwiebel, oder? Bitte? Nichts. Da ist dieser Gefangene.
wenn er auf Apple tun will, weil die größte Kacke rauskommt. Du bist der OG, richtig? Ja, ich bin der OG. Oh Mann, Alter, ich hab's dir bemerkt bei dieser Aura. Das hab ich mir schon gedacht. Mhm. Also, ich geb dir einmal hier so ein Ding. Eine Maschinenpistole, geil, Alter. Du hast das Faustdick in den Ohren. Brauchst du auch sowas hier? Pah, OG, Mann, du lässt ja keine Zeit, natürlich. Am ersten Tag und direkt so eine Waffe in der Hand ist schon anders, ne? Ja, das wird mir sehr gefallen. Pah, so, du pass geiler auf. Hengst. Aber ey, warte, nicht in meiner Nähe. Ich zeig dir jetzt, was ich drauf habe. Schau jetzt. Hast du gesehen? Wie hast du das denn hinbekommen? Du weißt doch, Aromi. Du hast im Rollen hast du dem in den Kopf geschossen. Guck jetzt, eine Rolldrehung. Hast du gesehen, Heuer Mano? Du bist ja ein Naturtalent. Ja, natürlich. Dann wollen wir mal. Ich will meine Rache, Mann. Ich hoffe, du hilfst mir. Solche Leute brauchen wir. Komm. Ja. Boah, hier sind voll die Rentner drin, glaube ich, wa? Alter, wie konnten die mich eigentlich reinholen? Yo, Peace, Bruder. Es gibt eine Rache an die L10, würde ich mal sagen. Ja, aber richtig. Mhm. Wir können nicht einfach einen unserer Leute hops nehmen. Ja, Mann. Mach keinen Unfall hier, ja? Ach, ich hab keinen Helm auf, Mann. Muss mach dir keine fahren. Sorgen, Homie. Ich wär ein Profifahrer, Alter. Boah, Digga, ey. Tanz jetzt mal nicht hier. Schau dir jetzt, guck mal jetzt. Nein. Oh, die knappen Sachen, die gefallen mir. Das ist richtig knapp, Mann. Boah. Yo, was denkst du denn, Brudi? Ich sehe nichts, eine Fliege ist in meinem Auge, Mann. Die Fliege, ja, jawohl, die Fliege. Oh, da sind wir ja auch schon. Links. Oh, okay. Yo. So, wir sind am Kleidungsladen 849. Macht euch bereit. Ja, jetzt bin ich stabil, jetzt. Jetzt bist du stabil, Mann. Jetzt bin ich stabil, Mann. Jetzt bin ich einer von euch. Jetzt geben wir uns rechnen, oder? Jetzt trommeln wir die Jungs zusammen und dann zeigen wir es denen. Okay, so, Jungs. Wer ist noch alles da? Oh Gott, mit den Rettner-OPs, da wird, glaube ich, nicht viel laufen. Sonst komm du noch dazu. Ganz ehrlich, ne? So wie ich dich habe gerade schießen sehen, ne? Könnten wir auch zu zweit dahin. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Die Röstis sind auf jeden Fall nicht geschmöstet. Kommt der nicht? Der kommt noch. Okay, komm, wir machen es zu zweit. Kack auf den, ich glaube, der hat die Hosen voll. Jo, das ist der. Ist der im Auto oder was? Der ist im Auto, ich glaub's nicht. Da musst du ein Machtwort sprechen, OG, Mann. Du bist doch der Anführer. Komm, weg jetzt aus deinem Auto aus, Mann. Soll ich dir was zu trinken holen, Mann? Oder. Ja, holen wir was zu trinken. Essen auch. OG Butler geworden. Ich hab Hunger, Mann. Hast du's? Ja, ich hab warte hier. Schokodonuts, da lässt sich auch nicht lumpen, ne? Ein bisschen Zucker muss sein jetzt gleich, Mann. Natürlich, bisschen Zucker. Dann wollen wir mal. So, mit Hut stimmen von denen. Alter, das LCN, das ist nicht so einfach, Mann. Das sind 30, 40 Leute, mit ja, Sicherheit. Okay, Homie. Ich glaub, Jason ist wieder da. Ey, Jason. Ja? Mach mal die Scheibe jetzt runter. Check mal aus jetzt. Lass mal los. Ich glaub, Jason hat die Hosen voll. Hast du Waffe alles dabei? Ja. Okay. Samuel Jackson auch. Wer ist denn Samuel Jackson? Du. Wer ist das? Hä? Ja? Was, wer soll das denn sein? Wer ist das? Das ist Mustafa, Mann. Bist du dumm? Ey, wer ist das Samuel Jackson, Alter? Hast du Flöhe geschluckt? No, ich sehe mich selbst. Ey, okay, Mann. Da wird, glaube ich, ein Ticket verfasst an den Projektleiter von einem Importbezahler. Ja, Samuel Jackson macht dir das Epic kaputt. Ich hab doch 200 Euro hier donated. Warum wird der denn nicht gemacht? Da gehst du einfach am Zocken und so. Komm, wir suchen die jetzt. Und natürlich metern die, Bruder. Jeder metert. Jeder macht Fail, Meter, alles, Bruder. Es geht doch im Five-Fam gar nicht um Roleplay. Also, ich bitte dich. Five-Fam ist kein RP. Es geht hier nur um Geld verdienen, sonst nichts. RP juckt keinen. Ein kleiner Grinder für zwischendurch. Ich kenne das nur vom Skateboard, Mann. Und der macht's einfach mit dem Motorrad. Was denkst du denn, Alter? Die Luft ist aber richtig erfrischend, oder? Ich finde auch, Mann. Schöner Anblick heute hier. Ich bin noch nie hier lang gefahren, Mann. Der kennt einfach alle Wege. Natürlich kenne ich alle Wege. Ist auch schwer zu finden, dieser Weg, weißt du? Ich meine, da musst du ein bisschen suchen. Drifter zur Seite. Wuhu! Oh, der Kaktus. Hast du das gesehen, Alter? Oh, ich hab meinen Kaktusstachel in meinem Arsch jetzt, Mann. In deinem Arsch? Guck mal jetzt. Oh, nein, Bruder. Ey, nein, übertreib mal nicht. Wuhu! Übertreib mich, Mann. Zack. Ein Profi, Alter. Das war auch schon ein bisschen mehr Glück, Mann. Du hast gewechselt auf Teams. Das ist nicht mein Server, Bruder. Ich bin gerade auf random Server. Ich zocke nicht auf meinen Server. Ich zocke gerade auf irgendwelchen Gefangenen, auf irgendwelchen guten Servern auf 5M. Ich hol dir ein Handy wegen Funk, ja? Ja, klar. Der Köter holt mir ein Handy. Oh, G-Man, beeil dich, man, haben nicht so viel Zeit. Köter. Ich mache nur noch RP, ich möchte den Leuten nicht mehr Schaden zufügen. Ich habe meinen Fehler eingesehen und ich habe gemerkt, das ist nicht der richtige Weg, die Leute immer anzuschreien. Ich werde das in Zukunft unterlassen. Ich möchte einfach nur
mit den Leuten gutes RP machen. Deswegen bin ich jetzt hier. Ich hab dein Handy gegeben. Ja, danke dir, Ruffy. War die Rechnung dabei vom Handy oder woher weißt du meinen Namen jetzt auf einmal? Ja, genau, die Rechnung vom Handy. Du hast mir den Kassenzettel mitgegeben. Ach, ey, das hättest du nicht machen sollen. Ach, so ein Scheiße, ey. Ja, ich bin Raffi, Mann. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich werde wahrscheinlich gleich tot auf dem Boden liegen, aber wir schauen einfach mal gleich. Fahr langsam, fahr langsam. Da, vorbei. Oh, warte. Oh, da ist was. Das ist ein Auto von uns, was bei denen steht, Mann. Weißt du was? Wir gehen jetzt rein und dann... Ein Sticker. Oh, oder so eine Kacke, wie so ein gefangener MLO. Wo ist denn der? Alter, hab ich mich erschrocken, Alter. OG, du altes Haus, komm rein. Die Muschis verstecken sich, wir hauen erstmal ab. Die blasen sich zu zehnt in der Hütte ein, was ist das denn? Die blubbern sich die Keule. Kann sie vergessen. Oh, die schießen von oben, die Pisser. Ich hab einen. Echt? Ey. Hallo? Ja, ich bin unter. Ich hab einen. Sehr gut. Ich hab einen. Steig ein. Warte, ich kann nicht, Bruder. Nein. Steig ein. OG, Alter, Owen! Oh nein. Boah, das ist keine Chance, Bruder. Die sind einfach in ihren glassicheren Hütten und die chillen einfach hinter den Wänden. Die haben einfach Angst vor zwei Leuten, Bruder. Das ist ja ultra unangenehm. Die haben einfach da rumgeschimmelt, Bruder, wie solche Opfer. Das ist, weil die Leute so gefangen sind und die denken, dass ihr Leben nichts wert wäre, wenn sie eine Schießerei verlieren. Also richtige OC-Gefangene sind, so. Gambo gefangen. Das nennt man Gambo gefangen. Wie heißt denn der? Tamara. Ist schon Blut dran? Ich merke direkt, ich bin jetzt bei anderen Server, Bruder. Was ist das für eine Kacke, Bruder? Wer gibt sich so eine machst du noch den Kopf? Das ist doch widerwärtig, diese Medic-RP-Kacke. Das ist so gefangen, Bro. Was die Welcher Medic würde bitte so eine Kacke. So was macht man doch nicht auf der Straße. Bei meinem. Okay, du machst gerade schon HLWs? Aber irgendwie langsam habe ich das Gefühl, dass die alle in einem Discord chillen, die Medics, und sich gegenseitig die Töne rüberschicken. Man merkt irgendwie, das ist aber egal, ist selber drauf und Pfeife. Mach doch noch eins, ich muss schnell den Kopf nochmal schnell verbinden. Kleiner Hosenmann, der sich anhört mit 10 Jahre. So, ich werde jetzt erstmal nähen. Du Blätz, chill doch mal! Die nähen gerade! Der Herr, seien Sie so nett und würden sich immer bitte hinsetzen. Der ist, glaube ich, im Kopf. Natürlich, Legen ist nicht hinsetzen, also bitte. Natürlich, Schnuckelmaus. So kompetent sollten sie dann auch sein. Okay, Schnuckelhäschen. Okay. Ich habe ihm auch noch Blut gegeben, also es läuft alles gut. Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Ja, ich habe Schmerzen in meiner Brust wegen dir. Gut. Gegen die Schmerzen kann ich leider nichts tun. Oh nein. Wieso denn nicht? Das sind diese gebrochenen Herzschmerzen. Das ist, sollten sie aber nicht zu laut sagen, weil mein Partner steht leider direkt neben ihnen und holt ihren Kollegen hoch. Ach so, das ist der Partner. Ach, tut mir leid, wusste ich ja nicht. Verheiratet. Ach so, tut mir leid, das habe ich gar nicht gewusst. Ich entschuldige mich jemals. Ach, alles easy. Sie sind nicht der erste Typ, der versucht hat, sich an mich ranzumachen, sag ich mal so. Aber bei so einer süßen Schnuckelmaus, da kann man nicht widerstehen, das verstehen Sie doch bestimmt. No. Ja, vielleicht mal so ein geheimes Date, so muss ja keiner von... Jo, vielleicht so geheim, wie der Vollidiot daneben erfährt das wahrscheinlich ja nicht. Na, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ja, okay, da bin ich ganz deiner Meinung. Aber ich würde dich tatsächlich liebend gern mitnehmen. Ich würde ihm jetzt nochmal schnell Blut anlegen. Ich würde gerne von der Schnuckelmaus behandelt werden, wenn ich darf. Kriegen wir hin. Weißt du denn, was passiert ist? Ich habe mich extra verletzt, damit du zu mir kommen kannst. Also ich glaube, bis vor 5 Minuten wussten sie nicht mal, dass vielleicht auch eine Dame im MD arbeitet. Das aber denkst aber nur du. Oh. Nee, ich würde sie tatsächlich trotzdem liebend gern einmal mitnehmen wollen. Ich weiß doch, dass du mich mitnehmen möchtest. Nee, ich muss körperliche Untersuchungen machen. So. Ja, natürlich musst du. Unten abtasten, machen. Der Freund ist ja wie ein kleines. Was ist das denn für ein Düssel? Ist auch so ein Hosenbatz. Den dritten Azteker konnte ich leider nicht retten. Vergiss den Vollversager. Nur du und ich. Mehr benötigt es nicht. Darf man denn aber ihren Namen fragen, wenn sie sich jetzt schon an mich ranmachen? Ich bin Carles. Ich habe ein Produkt, das ist die Penispumpe. Okay. Hättet ihr damit ein Problem, wenn wir die beiden mit ins Krankenhaus nehmen wollen? Ja. Nehmt die mit, alles gut. Ich würde auch gerne ins Krankenhaus mit der Schnuckelmaus. Lässt sich einrichten. Bevor der Herr hier eifersüchtig wird, weil ich mit einem anderen Typen mitfahre. Wie gesagt, ihr habt noch ein Dispatch, bewusstlose Person auf dem Weg. Mach dir keine Sorgen, ich besorg's schon deiner Freundin. Ich erschlage diesen Idioten. Vergiss den, der hat ja wahrscheinlich eh einen kleinen Stilwurz, oder nicht? Bruder, ich hab schon einen Gefangenen, ich bin schon in einer Gefangenen-Gang, ich hab einen gefangenen Outfit an. Was soll da eigentlich noch passieren? Alter, ich bin 10 Minuten vorbei, ich bin der größte Gefangene
Rüstung gewonnen. Junge, bist du behindert? Ich bin Ersthelfer, ja. Ey, du Penner. Hör auf, mich voll zu quatschen, während ich von deiner Freundin getragen werde, ja? Mach mal nochmal Taxi. Ich mach kein Taxi. Okay, dann fahr ich halt. Und dann machen wir uns nicht schön im Krankenhaus, oder? Lauf ich mit dir halt zum MD, auf geht's. Und dann lauf mal, Schuckelmäuschen. Wird jetzt ein interessanter Marsch zum Saint-Fiance, aber auf geht's. Weg mal deinen Arsch, schneller. Ich hab schon genug zu tun. Ich renne schon den ganzen Tag umher. Ja, bist du eigentlich? Ich? Ey, hallo. Ey, du Hosenmotz, ich laufe jetzt mit der Stuckelmaus, ja? Naja, aber wenn ja, wir gefahren werden, haben wir mehr Zeit zusammen alleine im MD. Ja, genau, haben wir mehr Zeit im MD für uns beide, ne? Hast du recht. Warum hast du eigentlich keine Augenbrauen? Abrasiert. Ich habe eine Wette verloren, wissen Sie? Ja, ich verstehe. Schneller, Schnuckelmäuschen. Nenn mich nicht so. Und bitte ein Zimmer, wo wir alleine sind, ja? Warum denn Schnuckelmäuschen? Ey, du hältst die Fresse, du Dreikäse auch. Schnuckelmaus, wie alt bist du eigentlich im Kopf? 24. Können wir mit rein? Nein, ich will alleine bleiben hier, ja? So, was gibt's denn jetzt für eine geile Behandlung? Oh, Baby. Du lässt dir Licht anbrennen. Dann fang mal an, ich bin bereit. Oberteil auf, aus, bitte. Ja, dann fang mal an. Ach so. Ja, das waren, glaube ich, die falschen Signale, die ich empfangen habe. Da dürfen Sie sich gerne ins Bett legen oder draufsetzen. Was? Du willst dich auf mich draufsetzen? Oh. Mach mal halblang. Wir wollen doch jetzt nicht überstürzen, oder? Ich hab in meinem Popo Schmerzen. Kannst du da mal ein bisschen gucken? Ich bin leider kein Urologe. Ja, im Popo, ein bisschen. Ich hab da ein paar Wunden. Kannst du die mal verarzten? Wie gesagt, ich bin leider kein Urologe. Ich hab mich nicht auf. Du musst doch nicht Urologe sein. Du siehst doch die Wunden an meinem Popo. Kannst du mal bitte verarzen? Ich kann Ihnen allerdings eine Creme verschreiben, die Sie dann selbst auftragen. Aber du bist doch der Arzt. Ich habe gerade Schmerzen. Bitte mein Popo eincremen jetzt. Nein. Also ich verstehe, dass da Schmerzen sind. Ich aus welchem Grund gerne, denn? Das riecht hier auf jeden Fall nicht nach. Ich rieche hier auf jeden Fall keine guten Röstpommes. Ja, gute Röstpommes sind es aber auch nicht, wenn ich sage, okay, Sie sollten sich einmal ausziehen, damit ich Ihre Wunden mir einmal angucken kann und Sie dann vor mir stehen und Ihren Schmerz in der Hand halten. Ey, Schnuckelmaus, mit mir redest du vernünftig, ja? Ansonsten hau ich dir direkt einen auf die Rübe. Sie wollen mir einen auf die Rübe hauen? Ich hau dir direkt einen auf die Rübe, hast du mich gehört? Du willst jetzt mein Popo einschmieren, ich hab da Schmerz, hast du mich gehört? Nein. Wie nein? Nein, ich glaube. Wer ist das denn hier? Raus! Ich komme aus Konstantinopel, hä? Ja komm, ich mach die Tür auf und jetzt weg. Mensch, immer diese Nerven. Naja, egal, komm. Hier musst du dein Revier nicht markieren. Auch wenn du wahrscheinlich so ein richtiger Alpha-Wolf bist. Okay, Baby, machen wir es dann anders. Hast du Lust, mit mir privat was zu machen vielleicht? In welchem Sinne? Weiß ich mal, so ein Käffchen vielleicht oder so. Und dann können wir uns mal nett unterhalten. Und wenn wir einen guten Abschluss haben, dann kannst du mir vielleicht noch die Flinte polieren, wenn du Lust hast. Was hältst du davon? Also auf ein Käffchen? Könnt ihr mich gerne einladen? Meine Flinte, die ist auch ein bisschen unsauber zu Hause, die bei mir zu Hause hängt. Kannst du die auch vielleicht mal ein bisschen polieren? Da könnte ich tatsächlich was dran machen. Das ist wirklich sehr. Ich hab mich tatsächlich damals sehr, sehr lange mit Jagdgewehren und Ähnlichem auseinandergesetzt. Ja, meine Flinte ist richtig. Die muss richtig poliert werden. Wie lange besitzen Sie die Flinte denn, bitteschön? Ich bin jetzt 27, also 27 Jahre habe ich die. Ach, war so ein Geburtsgeschenk? Ja, bei der Geburt direkt mitbekommen. So krank. Die habe ich auch immer dabei, die habe ich auch jedes Mal dabei. So, darf ich die mal sehen? Ja, natürlich darfst du sie sehen. Bitteschön, da ist meine Flinte. Ach du Sch***. Du wolltest sie ja sehen. Ja, ist okay. Und, wie ist sie? Jetzt ganz kurz. Hey, raus hier, du Penner! Beruf schon eher, Johnson, es reicht. Raus! Chef ist umgeknallt worden. Kommen Sie mit, wir haben jetzt Stress mit Buskur. Ich hab grad zu tun, raus! Wir haben Stress mit Buskur, kommen Sie mit. Ist mir kackegal, ich bin hier gerade in der Behandlung. Raus! Jetzt. Raus! Penner! Okay. Bevor ich an einem Zopf ziehe. Aha. So, Schuckelmäuschen. Also Flinte polieren kannst du, ja? Könnte ich theoretisch. Okay. Wann würdest du das machen dann? Kannst du auch jetzt machen, wenn du willst. Naja, ich denke halt persönlich immer noch, dass ich lieber eine Flinte im Sinne vom Jagdgewehr polieren würde. Das ist ja ein Jagdgewehr. Es kann schießen auf jeden Fall. Ja, was schießt das? Weiße, dickflüssige Masse? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Da scheint es ja schon Erfahrung zu haben, wie ich jetzt hier gerade mitbekommen habe. Also ich bin kein Mensch vom Hintern Uranus. Das ist doch so eine Eigenschaft von Kerlen. Können irgendwie mit zwei Eiern und einer Wurst den Bauch einer Frau für 9 Monate füllen. Das ist schon. Mein Schuss hat die Macht von Milliarden von Menschen. Aber am Ende kommt doch sowieso nicht jeder durch. Am Ende sind dann halt keine Milliarden Menschen. Na gut, Schnucklemus, hast anscheinend im Biologieunterricht gut aufgepasst. Ja, leider. Deswegen kriegst du jetzt auch deine Überraschung. Kannst anfangen. Nein, danke, ich verzichte. Okay.
Dann verabschiede ich mich, ja? Hab mich gefreut. Boah, jetzt schon. Was denn? Ja, okay, dann fang an. Also, du hast Wunden am Oberkörper, die würde ich mir immer angucken. Also los, nimm Platz. Ah, okay. In einem gewissen Maße musst du doch sicherlich auch auf Schmerzen stehen. So wie ich dich einschätze, bist du eher so die Person, die komplett Vanilla ist. Und der Meinung ist, trotzdem überall bei allen anderen Weibern... Baby, halt Baby, Baby. Siehst du mein Ohr? Siehst du mein Ohr? Hm. Nimm mal die Frikadelle da weg. Denn die hast du mir gerade ans Ohr gelabert. Das ist mir scheißegal. Ich bin leider weiblich, ich kann da mal wie ein Wasserfall. Behandle mich jetzt, sondern Abmarsch, ja? Ich habe hier nicht den ganzen Tag Zeit. Nein, wenn du möchtest, kannst du dich auch selbst entlassen gehen, aber dann weißt du auch, dass... Nur weil du eine Sidechick bist, wo mir die ab und zu meine Flinte polieren darf, heißt das nicht, dass du mich hier voll labern darfst. Hast du mich verstanden? Was ich auch machen könnte, ist, sie einfach vom Grundstück zu verweisen. Ich hab sie uns im Bett bekommen, oder? Mein Krankenhaus. Hey, Baby, 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 du redest nur, wenn ich es dir gestatte. Ja, und den Mund machst du nur auf, wenn ich die Bewegung von eben mache, okay? Wie wär's mit? Nein. Und jetzt verarzt du mich, hopp, hopp. Und was soll ich mir jetzt extra Zeit nehmen? Diese Weiber, die rennen mir immer hinterher. Die wollen mir immer mein Popo lecken. Ich bin verdammt Buddy und mich kann man nicht so einfach kriegen. Ey Baby. Huh? Gleich geht's richtig rund, hast du mich gehört? weißt du, auf was ich richtig stehe? Dreh dich mal um. Ich zeig dir jetzt was. Dreh dich mal um. Vertrau mir, es wird nicht. Vertrau mir. Dreh dich mal einmal um. Ungerne. Bitte, vertrau mir. Bitte. Nur kurz. Nur kurz? Ja, nur kurz. Machen wir gleich, keine Sorge. Nur für dich. Ja, okay. Ja, mein Stift ist hingefallen. Oh, Baby. Danke dir. Oh, die zweite Ladung. Lass ja nichts anbrennen. So, jetzt reicht. Bleib so. Mhm. Oh, sorry. Das war nicht extra. Immer diese gewalttätigen Typen. Komm her, Baby. Ach, hey, hier ist der Schlappschwanz. Hier, da ist ein älterer Herr. Er verpisst sich. Ich besorg's gerade deiner Freundin raus. Nee. Ah, nee. Die polieren mir gerade die Flinte. Raus mit dir, du Penner. Raus! Du Arschloch! Du bist ja gerade hier. Raus, du Arschloch! Was ist los? Raus, du Arsch! Sonst hau ich dir auf die Fresse! Du willst mir auf die Fresse hauen? Ich hab hier gerade eine intime Geschichte mit deiner Freundin. Nein, warte mal. Das wird gleich ganz interessant. Ach, hast du den Herrn Propofol-Spritz von mir bekommen? Für den ab, bitte. Sexuelle Belästigung, alles Mögliche. Viel Spaß dir. Ich dachte, vielleicht hast du damit ein bisschen Spaß. Ich hab sie echt ohzimmert bekommen, oder? Ich bräuchte mal bitte Verstärkung beim MD. Wir haben hier sexuelle Belästigung. Der Herr steht unter Propofol. Ich kann auch noch mehr geben. Bisschen was habe ich noch dabei. Ja, wie fährst du denn? 750. Ja, passt. Habt ihr gesehen, passt, Bruder? Passt. Habt ihr gesehen? Die hat mir richtig meine Eier geleckt, aber als sie den Korb bekommen hat, war sie richtig mad, Bruder. Ich kam nicht auf ihr Leben klar. Ich habe echt geschafft, so eine Person OCM zu machen. Da bin ich wirklich stolz auf mich. Das war eine Glanzleistung, Samuel Jackson. Würde sich freuen, wenn er im SG wieder aufwacht. Der würde sich allgemein freuen. So, ich meine... Nichts da mit Flinde schruppeln und alles drum und dran. Sollte man vielleicht aufpassen, mit wem man so redet. Oh Gott, da mein Kleiner, der tut mir schon ein bisschen leid. Aber ich würde tatsächlich vorsichtshalber trotzdem noch ein bisschen mehr hinterherjagen. Frau Hoffmann? Bruder, wo bin ich hier gelandet, Bruder? Irgendwelche Weiber, die meine Flinte polieren wollten, haben Beziehungen mit irgendwelchen 10-Jährigen, die morgen um 8 Uhr aufstehen müssen für die Grundschule. Wo bin ich hier gelandet, Bruder? Was mit mir? Hallo, ich möchte auch mit dabei sein, wie der verhaftet wird. Bruder, die ist 24, Bruder. Die hat einfach eine Beziehung mit irgendeinem... Typen im Internet, der 12 Jahre alt ist und so. Oh, das ist schon wieder eine andere Dimension, Bruder. Ey, Homie, was geht, Alter? Hast du mich rausgeholt? Hola, Hermano, ja, ich habe dich rausgeholt. Ich danke dir, mein Bester, Alter. Was ist denn passiert? Nichts Gutes. Was wird jetzt passieren? Lässt du mich frei? Ah, ich lasse dich mit Sicherheit frei. Aber gibt es nicht. Oh, ja, okay. Kannst du mich dann freilassen, oder was ist jetzt so? Hallo? Freilassen habe ich mir aber anders vorgestellt. Ja, zu dir kommen wir gleich. Okay. Der Redner packt seine Hermano-Skizze aus. Ja, Hermano, was ist denn los? Das ist ein Missverständnis. Was ist denn das? Das ist dein Blatt aus, mein Freund. Warum denn? Weil ihr nicht überlegt habt, was ihr da tut. Warum denn dann? Erstens sind wir nicht in der Mannstärke, gegen eine Mafia solche Dinge vorzusetzen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich war es gar nicht. Ach, du warst es nicht. Ich war es nicht. Du vertauschst mich. Loser. Der macht das, weil er von L10 die Eier schluckt wahrscheinlich jeden Tag. Und Angst hat, dass der IC nicht seinen Hermano-RP machen kann, weil die 15-jährigen Gambo-Kinder ihn schon sonst abknallen. Davon hat er Angst. Deswegen muss er jetzt Eier lutschen von L10 und
jeden einzelnen Bloodhound, der da versucht, ihn zu stürmen. Okay, Kollege. Wir haben mir gerade bestätigt, dass sie Blutspritzer von deinem Penis bei sich am Anwesen hatten. Nein, das stimmt nicht. Deine Mutter ist geil. Würde ich nicht wissen, dass meine Mutter geil ist. Er ist so gefangen, dass er nicht mal die Beleidigung gecheckt hat. Oh Gott.